leben in einer schnellen und mobilen Welt. Alle sind miteinander vernetzt, sei es über WhatsApp, Facebook oder Twitter. Neben dem breiten Spektrum verschiedenster Interessen gibt es ein Thema, das sich durchgängig durch unsere Gesellschaft zu ziehen scheint. Sport. Überall sorgen unterschiedliche Sportarten für Begeisterung. Fußball. Formel 1. Ja. Für Handball. Schwimmen, Hockey. Doch wer sorgt dafür, dass wir täglich und aus Selbstverständlichkeit an die Sportinformationen gelangen, die uns auch interessieren? Dazu haben wir einen Experten befragt. Tom Scheunemann ist Sportmoderator aus Leidenschaft. Ich bin seit 22 Jahren Sportjournalist, bin jetzt 47 Jahre alt und mache diesen Job, weil ich glaube, dass du mit dem Sportjournalismus schnell, spontan Dinge abbilden kannst, die die Menschen einfach bewegen. Der Sport ist für alle ein riesengroßer Inhalt des Lebens. Du kannst Emotionen transportieren, du kannst fröhlich sein, traurig sein, du kannst mit vielen Leuten es zusammen erleben. Und das abzubilden war immer ein großer Traum von mir. Als Journalist ist man gerade in der heutigen Welt gezwungen, unter Schnelligkeit zu arbeiten. Wir haben Tom Scheunemann da mal ein bisschen auf die Probe gestellt. Facebook oder Twitter? Facebook. Bayern oder Dortmund? Dortmund. Stadion oder Sportschau? Stadion. Handy oder Fernseher? Handy und Fernseher. Ronaldo oder Götze? Ronaldo. Sprint oder Marathon? Marathon. Online oder offline? Online. Vorwärts- oder Rückwärtssalto? Rückwärtssalto. Claudia Pechstein oder Katharina Witt? Claudia Pechstein. Medien schnell oder genau? Schnell und genau. Seemann oder Radiomoderator? Seemann. Früher schipperte Scheunemann noch verträumt über den Ozean, heute ist er einer unserer bekanntesten Sportmoderatoren. Seine langjährige Tätigkeit im Bereich der Medien ließ ihn unsere digitale Entwicklung live miterleben. Von der traditionellen Filmkamera zum Mobile Reporting. Also es ist mobiles Reportieren, ja, auf den Weg gebrachte, schnelle Informationen, unterwegs zu sein, spannende Geschichten zu erzählen, schnell auf den Sender zu bringen, genau zu recherchieren, hinterfragen und ja auch natürlich ganz nah an den Menschen dran zu sein. Mobile Reporting, glaube ich, ist heute bei Journalisten, gerade in solchen neuen Medien, wie es so immer so schön heißt, natürlich extrem wichtig. Und daran kommen wir alle nicht mehr vorbei. Wir müssen uns schnellstens mit den Themen arrangieren. Wir müssen sie recherchieren. Wir müssen auch hinterfragen. Wir müssen die Leute einfach, die damit zu tun haben, die Experten sind, ja, teilweise auch ausquetschen, fragen, unangenehm natürlich manchmal auch, aber alle Seiten beleuchten. Und dementsprechend ist das für uns Tagesgeschäft. Das Fernsehen wird auf lang oder kurz sicherlich online im Internet stattfinden. Da bin ich mir schon sicher, die Verbreitungswege und die technischen Voraussetzungen, die gehen jetzt schon in diese Richtung. Aber ich glaube, das Sehgefühl, die Sehgewohnheit vieler Menschen ist mit dem Fernsehen so sehr verbunden, dass es fast schon eine historische, traditionelle Liebe ist, den Fernseher nicht zu entsorgen. Aber auf Dauer wird es ein, ich sag mal, schleichender Prozess sein, dass wir all diese ganzen Medien online konsumieren werden. Durchaus auch zu recherchieren, auch zu sehen, was schreiben andere. Also Twitter-Accounts von Sportlern gehören bei uns in der Recherche auch zum Alltag. Ja, wie leben die bei Wettkämpfen? Wie fühlen sie sich gerade? Wie bereiten sie sich vor? Haben sie was Falsches gegessen? Ja, haben sie schlecht geschlafen? Haben sie Kopfschmerzen? Das alles kann man in unseren Beiträgen dann auch sehr gut nutzen. Dann wissen wir auch, wie die Gefühlslage ist, wenn ein Sportler mal nicht seine Höchstleistung gebracht hat. Wie man sehen kann, liebt Tom Scheunemann seinen Beruf und alles, was dazugehört. Doch wie ist er eigentlich zur Moderation gekommen? Mir war das übers Radio, bin ich eigentlich zum Moderieren gekommen, habe dort schon bei verschiedenen Radiosendern viel Politik und Sport moderiert und bin dann über eine gute Empfehlung zu einem Fußballsender gekommen,
zu Sat.1 und habe dort jahrelang die Fußball-Bundesliga mitbegleitet. Die Sendung hieß RAN und die hat hier in Deutschland doch für einigen Wirbel gesorgt über viele Jahre. Dann war es vorbei und dann ging es weiter mit dem Eishockey. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, gut, jetzt ist die Zeit reif, auch zu den Öffentlich-Rechtlichen zu gehen. Und das sah die ARD natürlich an erster Stelle und der MDR hat mir die Chance gegeben, hier dann auch zu moderieren. Und ich bin sehr glücklich, beim MDR zu sein. Macht mir Riesenspaß und soll noch ein paar Jahre weitergehen. Und auch in diesen weiteren Jahren wird es zu Veränderungen kommen. Denn wie Scheunemann selbst schon gesagt hat, die Welle der Digitalisierung wird uns irgendwann alle einmal erfassen. Er selbst bleibt optimistisch. Und wisst ihr, was das Schönste ist an diesem Job? Es geht immer hoch und immer runter, wie im Fahrstuhl. Sportjournalist ist der schönste Job der Welt. Für mich jedenfalls. Na los geht's, dann frag mal. Also bringt für eure Kollegen niemals Kuchen mit? Hui! Geschleimt.